Hey Mann, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich über Shit-Tests reden, beziehungsweise möchte dir erklären, warum du geshit-testet wirst von den Frauen und wie das Ganze aufhören kann. Das, was ich dir jetzt erzähle, hat dir noch kein anderer Coach gesagt, weil das noch nicht viele Coaches verstanden haben. Sei gespannt. Shit-Test, immer wieder ein interessantes Thema, immer wieder ein Thema, was aufkommt. Tim, die Frauen testen mich ständig, was kann ich tun? Für alle, die jetzt schauen und nicht wissen, was ein Shit-Test ist in dieser Pickup-Sprache ein Test der Frau, den sie macht, um dich herauszufordern. Und wenn du diesen Test verlierst, dann, so sagt man im Pickup, verliert die Frau die Anziehung für dich. Ja, also die Frau testet dich, du verlierst den Test, sie verliert Anziehung für dich. Beispielsweise, sie fragt dich, hey, wie viele Frauen hast du denn heute noch angesprochen außer mir? Du sagst, ah nein, du bist die Einzige, du bist die Tollste, die ich angesprochen habe. Und sie verliert Anziehung für dich, weil du sozusagen in ihren Frame gegangen bist, weil du auf sie eingegangen bist. Und in dieser Theorie sollte man das lieber so machen, hey, wie viele Frauen hast du denn heute noch außer mir angesprochen? Ha, du bist die 375. Und dann behält sie die Anziehung, weil du cool, entspannt, mit Humor reagiert hast. Na, das ist diese Grundidee hinter Shit-Tests. Wenn du schon mal Videos von mir gesehen hast, dann weißt du, ich nenne das Vertrauenstests, denn die meisten Tests in dieser Richtung sind tatsächlich Tests auf Vertrauen. Nämlich fragt sie, kann ich dir vertrauen, wenn sie fragt, sag mal, wie viele andere Frauen hast du schon angesprochen? Dann geht es einfach nur darum, dass sie sich in dem Moment nicht scheiße fühlen will, damit... Also sie will sich gut fühlen, sie will nicht das Gefühl haben, sie ist die Hunderttausendste, die von dir angequatscht wurde, und sie macht diesen Test nur, um sich gut zu fühlen. Ja, das ist einfach nur ein Test, um sich gut zu fühlen. Das hat nichts mit Anziehung zu tun. Natürlich, offensichtlich, wenn du jedes Mal, wenn die Frau dich irgendwas fragt oder dich herausforderst, einknickst und ihre Meinung annimmst, obwohl du eine andere Meinung hast, dann ist es natürlich schlecht. Und dann könnte man das schon als klassischen Shit-Test bezeichnen. Die andere Art von Shit-Tests ist, wenn sie dich herausfordert, weil sie das Gefühl hat, du bist ein bisschen schwach, wenn sie dich als Mann herausfordert. Ne? Und diesen Shit-Test bestehst du einfach, indem du zu dir als Mann stehst. Das ist aber gar nicht der Punkt, wovon ich jetzt reden will. Shit-Tests, wir wissen jetzt, was das ist. Es geht darum, warum bekommst du diese Shit-Tests? Und jetzt wird es wirklich spannend. Denn wenn du anfängst mit dieser ganzen Pickup-Sache, dann ist hier am Anfang Pickup. Und im Pickup erzählt man dir von diesen Shit-Tests. Also du liest Sachen über Pickup, vielleicht lobt es Sexismus, und dann erzählt man dir von Shit-Tests. So, und jetzt erwartest du natürlich Shit-Tests. Ist ja ganz klar, also du liest davon, sagst, okay, so ist es. Oh, die sagen mir, es gibt diese Shit-Tests, und jetzt hältst du quasi Ausschau nach diesen Shit-Tests, weil man dir gesagt hat, es gibt sie. Ne? Das Witzige ist, du bekommst diese Shit-Tests, weil du gewisse Dinge machst, die man im Pickup lernt. Nicht alles, was man im Pickup lernt, ist falsch, und diese Reise durch Pickup zu machen, ist auch nicht falsch. Aber manche Leute verstellen sich, wenn sie Pickup lernen. Sie machen dann cooler, als sie sind. Sie tun so, als ob. Das ist etwas, was manche oder relativ viele Männer machen, wenn sie Pickup lernen. Sie verstellen sich. Und dann erfahren sie vor diesen Shit-Tests. Und weil sie sich verstellen, weil sie dieses Pickup sehr aktiv praktizieren, bekommen sie diese Shit-Tests, und zwar nur deswegen. Und dann bekommen sie diese Shit-Tests und dann sehen sie, oh mein Gott, diese Shit-Tests, die gibt es ja wirklich. Alles, was ich im Pickup gelernt habe, ist richtig. Dann machen sie nur noch mehr Pickup, kriegen noch mehr Shit-Tests, und das bestätigt nur wieder, dass Pickup richtig ist. Also ich hoffe, das versteht ihr, das ist ganz elementar zu verstehen. Du kriegst diese Tests von den Frauen, wenn du dich verstellst, weil die Frau dann wissen will, hä, wer ist denn dieser Mann da vor mir? Die Frau merkt, es gibt einen Unterschied zwischen dem, der du bist, und dem, der du vorgibst zu sein. Da habe ich eine ganz witzige Geschichte zu, ich glaube, dann wird das klarer. Als ich angefangen habe mit dem Ganzen, war ich mal in einem Club und habe mit einer Frau geflirtet. So, und das war in meiner Anfangszeit, und da hatte ich auch noch so das Mindset, oh ja, ich muss jeden Shit-Test cool auskontern und darf auf keinen Fall, sage ich mal, mein Frame verlieren. Und dann habe ich mit dieser Frau halt gequatscht, und sie hat mich halt ständig herausgefordert, sie hat mich ständig getestet, weil sie halt gemerkt hat, das hier passt nicht mit dem überein, was er da spielt.
Aber ich habe das so gut gespielt, dass ich sie am Ende des Tages doch überzeugt habe. Also sie hat mich immer wieder herausgefordert. Ich habe immer wieder gesagt, nee, das bin ich. Ja, cool, ganz entspannt. Yeah, cool, yeah, yeah, yeah. Und sie hat gemerkt, dass das eine Front war, also dass das gespielt war. Aber ich habe sehr gut gespielt, deswegen ist sie nicht ganz zu mir durchgekommen. Ne? Also sie hat immer wieder getestet und ich habe immer wieder bestanden den Test sozusagen. Und dann, das war ganz witzig, dann sind wir zu ihr nach Hause. Also aus dem Club raus zu ihr nach Hause und erstmal war sie dann ganz schockiert, dass ich jünger war als sie. Sie war ganz schockiert, dass ich nicht so betrunken war wie sie. Da habe ich noch ein Glas Wein getrunken und dann haben wir miteinander geschlafen. Und dann war sie unglaublich enttäuscht von dem Sex, der auch wirklich nicht gut war, weil sie was ganz anderes erwartet hatte. Also sie hatte durch dieses Cooltun, was ich davor gemacht habe und dass sie mir dann am Ende des Tages auch abgekauft hat, erstmal, hat sie was ganz anderes erwartet, dachte jetzt, ich bin so der King im Bett. Das war aber noch mehr in meinen Anfangszeiten und ich hatte es noch nicht so drauf und deswegen war ich halt überhaupt nicht der King im Bett und das hat sie komplett, also sie war so, oh nein, okay, ich bin doch drauf reingefallen, er war doch nicht dieser Typ, den er vorgegeben hat zu sein. Und das ist dann darin gemündet, dass sie mir weder ihre Telefonnummer geben wollte am nächsten Morgen und sie sich, das glaube ich, das weiß ich nicht ganz genau, aus dem Fitnesscenter abgemeldet hat, in das wir beide gegangen sind, denn ich habe sie danach da nie wieder gesehen. Total verrückte Story, also versteh mich nicht falsch, ich habe das gern erlebt und war auch eine coole Erfahrung, aber das ist genau das, was ich meine. Du tust so, als ob, die Frauen blicken das. Und mit diesen Tests wollen sie dich herausfordern. Mit diesen Tests wollen sie sehen, ist der das wirklich? Bist du das wirklich? Deswegen kriegst du diese Shit-Tests. Deswegen fordern dich Frauen permanent heraus. Weil du so tust, als ob. Das hast du im Pickup gelernt. Und im Pickup hast du auch gelernt, es gibt Shit-Tests. Und weil du Pickup machst, weil du so tust, als ob. Wie gesagt, nicht alles im Pickup ist schlecht. Aber weil du so tust, als ob, kriegst du Shit-Tests. Und du würdest sie nicht bekommen, wenn du das nicht machen würdest. Das ist das Witzige. Also diese Idee Pickup hat diese Idee Shit-Test konstruiert, die es nur geben kann, wenn du an die erste Idee glaubst und die erste Idee praktizierst. Sonst gibt es diese Tests nämlich nicht. Oder zumindest nicht in dieser großen Rangordnung. Das heißt, wenn du ständig Shit-Tests bekommst, dann ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass die Frau mitbekommt, du tust so, als ob. Und das ist ein geiles Feedback. Das ist das Wichtige, das muss man jetzt verstehen, das ist ein geiles Feedback. Wenn du oft Shit-Tests bekommst, dann kannst du dir sicher sein, die Leute bzw. die Frauen, die durchschauen dein Spiel. Dann kannst du dir sicher sein, du tust in vielen Momenten noch so, als ob. Das ist dann das Feedback, was du von den Frauen bekommst und das ist ganz wertvolles Feedback, weil dann kannst du selbst schauen, okay, an welchen Stellen tue ich noch so, als ob und kannst dort ein bisschen realer werden, ein bisschen echter werden. Und dann kriegst du auch keine Shit-Tests mehr. Und dann läuft es auch besser mit den Frauen. Wie gesagt, du kannst die Frauen verarschen. Das habe ich ja auch gemacht, das habe ich auch geschafft. Ich bin aber auch ein wirklich guter Schauspieler. Na? Du kannst die Frauen verarschen, aber halt nicht langfristig. Bei mir ist es halt schon in der ersten Nacht aufgeflogen. Und das fliegt irgendwann auf. Das ist das große Problem. Das ist eine relativ krasse Kurzzeitlösung. Probier es aus. Ja? Mach deine Erfahrung damit. Aber du spielst das vor, es funktioniert vielleicht kurz. Oder vielleicht auch bei sehr unerfahrenen Frauen kann es auch besser funktionieren. Aber dann fliegst du irgendwann damit. Und von daher, deswegen kriegst du die Shit-Tests, weil du in dieser Pickup-Sich-Verstellen-Welt unterwegs bist. Ja, ich will nicht mal unbedingt sagen, Pickup und Sich-Verstellen sind ein und dieselbe Sache. Du kannst auch dich verstellen und nie was von Pickup gehört haben. Aber du kriegst diese Shit-Tests, von denen Pickup die Rede ist, eben wegen diesem Verstellen. Das ist super interessant, das ist super elementar zu wissen. Und natürlich will dir das kein Coach erzählen, weil die meisten Leute sind ja so in der Pickup-Schiene unterwegs, sehr viel in der Pickup-Schiene unterwegs und müssten dir dann erzählen, dass du deswegen Shit-Tests bekommst. Aber das verstehen die auch teilweise selbst nicht, eben weil das ist so ein gut funktionierendes System. Ne? Das ist so ein, so kreiert man Glaubenssätze. Na? Hier ist Punkt A, Pickup-Wissen. In Pickup-Wissen steht, es gibt Shit-Tests und weil du Pickup machst, bestätigst du dir selbst, dass es wirklich Shit-Tests gibt, weil du sie deswegen bekommst. Und weil du sie dann bekommst, siehst du diese Shit-Tests und denkst dir, krass, die gibt es ja wirklich. Also ist alles, was ich im Pickup gelernt habe, richtig. Das ist so ein sich selbst verstärkender Zirkel. Ja, und so entstehen Glaubenssätze. Ich bin scheiße. Weil ich denke, ich bin scheiße, verhalte ich mich vielleicht in der Gegenwart von anderen Leuten so ein bisschen opferhaft. Andere Leute lehnen mich ab oder finden mich kacke, weil ich so ein Opfer bin. Und das bestätigt wieder, dass ich scheiße bin. Ne, das ist so ein Kreislauf. Deswegen ist es schwer, das zu erkennen. Deswegen kriegst du Shit-Tests.
Super geiles Thema, super interessantes Thema, über das ich immer sehr gerne rede. Wenn du dazu noch eine Frage hast oder einen Videovorschlag, schreib es mir unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder, das weißt du bereits. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren, unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben, wenn du dieses Jahr zum erfolgreichsten Jahr deines Lebens machen möchtest. Mehr Frauen, vielleicht eine Beziehung, viel Sex, was auch immer du willst. Wir greifen das in den nächsten 3 Monaten an. Bewirb dich unter mir fürs Coaching. Unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schau da unbedingt mal vorbei. Du wirst überrascht sein, dass dir das auch weiterhelfen wird. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.